Hallo, 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 willkommen! Ja, das 45. OFM-Video geht an den Start. Und bevor wir anfangen, auf das Fun-Cup-Finale einzugehen, möchte ich nochmal ganz kurz etwas in eigener Sache für mich erfragen, ob da jemand vielleicht die Barmherzigkeit hätte, mir zu helfen. Um was es geht, ganz einfach, es geht hier um meine Vereins-Info-Seite. Die ist schon ein bisschen alt, das alte Logo ist ja auch noch drin. Und ich wollte einfach mal fragen, ob ihr jemanden kennt oder ja, ob ihr selber dazu in der Lage seid, mir vielleicht da mal was Hübscheres zu machen. Das würde mich sehr freuen. Schreibt mir dazu einfach eine Nachricht. Ja, einfach hier so, klack, Nachricht schreiben. Und dann würde ich mich freuen über einige Zuschriften. Dann können wir mal sehen, ob wir das ein bisschen hübscher kriegen. Mit dem Logo bin ich noch eigentlich sehr zufrieden. Sieht immer noch sehr hübsch aus. Ich habe nur mittlerweile, ich wurde nämlich letztens gerade gefragt, wer hat das denn eigentlich gemacht? Und ich habe es tatsächlich vergessen. Da steht da normalerweise steht da immer so Copyright drin, aber da steht ja auch gar nichts drin. Ich weiß nur, es wurde für mich erstellt, aber wer es gemacht hat, das habe ich leider vergessen. Tut mir leid. So, dann noch eine Sache in eigener Sache. Ich möchte, da ich ja momentan keine Teamchecks mache, möchte ich einfach mal fragen, ob ihr so Interesse habt an so einem FAQ. Also ihr schickt mir Fragen. Ne? Ich mache hier, kann ich sowieso mal, ich habe hier immer schön darauf geachtet, das leer zu halten. Zack, wieder leer. Schickt mir einfach eure Fragen und ich beantworte eure Fragen im nächsten Video. Aber bitte gezielte Fragen, nicht allgemeine Fragen nach Fun Cups oder nach. Ne? Also bitte schon gezielte Fragen und wenn ihr Fragen zu eurem Team habt, auch bitte gezielte Fragen zu gezielten Positionen oder ja, was ihr da auch immer wissen wollt. Ja? Also das würde ich dann im nächsten Video einfach mal so ein FAQ. Blödes Headset. Böses Headset. So, würde ich einfach so ein Frage-Antwort-Video machen. Ne? So, das war's im Prinzip zur eigenen Sache. Fun Cup Nummer 9 ist Geschichte. Fun Cup Nummer 10 steht in den Startlöchern und das könnte sein. Nee, Quatsch. Fun Cup Nummer 8 ist Geschichte. Fun Cup Nummer 9 steht in den Startlöchern. Und es könnte sein. Ihr seht hier oben selber, es fehlt nicht mehr viel. Und es könnte sein, dass wir nächstes Jahr schon den Gold Fun Cup kriegen. Ne? Könnte sein. Man weiß es nicht. So, wir müssen noch mal ein bisschen zurückgehen hier. Am besten zum Viertelfinale. Gucken wir uns mal an. Achtelfinale hatten wir noch gemacht, glaube ich. Konnten wir uns gegen Kelach durchsetzen. Im Halbfinale sind wir dann gegen Senfsucht ausgeschieden. Hinspiel 0-0. Auch Bayern gewann hier die Patriots 2-1, Hai gegen Totengräber 1-1 und Zelle Rosso 0-3. Und dann gucken wir in die Rückspiele. Dort konnten die Patriots das Ganze drehen, gewannen dann 4-0 gegen Bayern. Ziemlich überraschend dann das Ganze. Senfsucht konnte uns schlagen, ich glaube, in ein Tor in der 93. Minute mal wieder. Es ist wie immer, ja, 93. Minute. Naja, was soll ich dazu sagen? Das passiert mir immer, dass wir in der Nachspielzeit rausfliegen im Fun Cup. Totengräber unterliegt dem Bäcke, dem Hai FC, mit 0 zu 1. Und Rosso konnte sich nochmal durchsetzen mit 3 zu 2, stand damit also im Halbfinale. Im Halbfinal-Hinspiel gegen Hai FC gewann Rosso mit 1 zu 2. Senfsucht unterlag den Patriots mit 0 zu 1 zu Hause. Im Rückspiel dann 0-1 nach regulärer Spielzeit für Bäcke. In der Verlängerung konnte dann aber der THC Rosso den Ausgleich erzielen und war somit weiter. Und die Patriots gewannen erneut gegen FC Senfsucht mit 2 zu 0 zu Hause. Somit hieß das Finale des 8. Fun Cups THC Rosso gegen New Zealand Patriots. Und das ging folgendermaßen aus. Auch hier konnte sich THC Rosso wieder durchsetzen in der Verlängerung. Also eine sehr konditionsstarke Mannschaft. Sah man hier nochmal in der 27. das 1-0 durch Rönnak Aliyev. Oh Gott, was sind das immer für Namen? Der Ausgleich durch Ansumane Die Wengel oder die Wengle oder whatever. Und dann nochmal Aliyev mit dem 2 zu 1. In der 117. Spielminute konnte dann Rosso das Ganze für sich entscheiden und gewann damit den 8. Fun Cup und reiht sich somit in die Hall of Fame mit ein. Gucken wir nochmal zu den Statistiken dieses Fun Cups. Torschützenliste, wer hat die denn gewonnen? Ja, die Wengel von den Patriots konnte die gewinnen. Und zweiter dann Aliyev. Beide ja getroffen im Finale. Ja, sehr schön haben wir das auch. Und können wir ja nochmal in die ewige Tabelle gucken, was sich da getan hat.
nach diesem Fun Cup. Wenn es denn jetzt funktionieren würde. So, auf jeden Fall haben wir einen, ich glaube, sechsten Sieger. Ne, 1, 2, 3, 4, 5, genau, 6 Sieger haben wir jetzt. Mit Rosso. Schauen wir mal, in die Tabelle. Ach, diese Blöde. Ich muss mir unbedingt mal ein neues Headset kaufen. Aber manchmal funktioniert es dann auch wieder komischerweise 2-3 Tage ohne irgendwas. Naja. Wird auch irgendwann wieder drin sein, mal ein neues Headset zu kaufen. So, jetzt gucken wir. Senfsucht mittlerweile mit 128 Punkten, 10 Punkte Vorsprung vom zweiten von den Patriots. Dann kommt Goldberg, dann die Totengräber und für Rosso ging es hoch auf 13. Ne, mit diesem wunderbaren Fun-Cup, den sie da gespielt haben. Mittlerweile ja jetzt 97 Leute drin bei uns in der Liste. Das macht mich schon ein bisschen stolz. Ja, zum nächsten Fun-Cup zu sagen, entweder ne, mit 128 Leuten Platz, Möglichkeiten oder nochmal einen Silber-Cup. Schauen wir dann einfach mal. Und ja, vielleicht werden wir ab nächstem Jahr das Siegerinterview einführen, dass wir einfach mit dem Sieger so ein bisschen unterhalten, vielleicht skypen oder aber auch schriftlich, wenn das Ganze nicht möglich ist, via Skype. Ne? Müsst ihr euch da mal überraschen lassen, wie das so ist. Gut, das soll es an dieser Stelle auch gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und wir sehen uns demnächst wieder. Bis dahin, macht's alles gut. Euer Zotos.